Herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einer neuen Folge Until Dawn. Ja, und ich muss sagen, die letzten beiden Folgen haben mir also außerordentlich Spaß gemacht. Ich kann sagen, das Spiel ist wirklich super spannend und ich hoffe, es geht so gut weiter, wie es angefangen ist. Eigentlich, ja, dass die Essenz, das Beste kommt ja noch. Wir machen heute weiter hier mit Part 3. Und ich freue mich auf eine schöne Seilbahnfahrt mit euch. Euer Trendsec ist für euch am Mike und begrüßt euch. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Und hier haben wir die Jess, Mikes neue Freundin. Gutgläubig, respektlos, selbstsicher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Was sie noch vergessen haben, heißer Feger, würde ich sagen. Meine Herren, haben die den gut hingekriegt? Was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Natürlich. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, Idiot, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Boop. Hey. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag? Ich will's wissen. Erklären, ich bin mit Mike zusammen. Gib das zurück. Oh, das ist nicht einfach. Eigentlich geht Ihnen das ja erstmal nichts an, ne? Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie. Prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Nein. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Das sieht blöd. Ich meine, ihr wisst mitgehen. Schon. Irgendjemand. Aha. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Einfallsreich, überzeugend. Intelligent. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Matt, Emilys neuer Freund. Ehrgeizig, sportlich, motiviert. Oh, da muss man erstmal durchsteigen. Wer hier jetzt mit wem alles? Meine Güte. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ah, da gibt's bestimmt noch Stress mit den ganzen Beziehungskisten da. Oh. Ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Kommt der auch schnell? Nee. Nein. Was glaubst du? Oh, der Quatsch. Sehr lustig. Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Sehr Kommt lustig. Schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em.
Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Hau ab, Mike. Wir grüßen. Wir sind alle Freunde. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm. Und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ich lasse dich nicht allein. Nee, machen wir nicht. Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Sehe ich auch. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und... Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Ganz schön zickig, die Alte. Er will ja nur helfen und bei ihr sein. Ashley ist verknallt in Chris, neugierig, offen, fleißig. Ashley. Uhr 22:32. So, können wir uns ein bisschen umgucken hier. Gucken, was wir hier... Oh! Wow, hallo! Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Klären, und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Ah! Oh Gott! Oh, hätte mich auch zu Tode erschrocken. Hey, wow. Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Täuschen, es ist kaputt. Ermutigen. Ja. Kann er ruhig sehen. Wenn du ja, willst, soll er mal reingucken. Siehst du rein. Ja. Nur zu. Vielleicht sieht er das hier nicht. Verdammte. Kann er ruhig sehen. Scheiße! Was ist das für eine Alte? Dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörde. Jessica ist ja auch noch da, richtig. 21.41 Uhr, obere Seilbahnstation. Buch lesen, auf Handy schauen. Ich schau mal aufs Handy. Ob da irgendwas, eine Nachricht oder was? Oh, das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball.
Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Ach du Shit. Welche? Oh, zu lahm. Shit! Du musst schneller sein, um mich zu kriegen. Mit R2 wahrscheinlich. Wo versteckst du dich, kleines? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Eine schöne Schneeballschlacht. Oh, jetzt kriegt er einen. Ja! Hey! Bam! Nicht getroffen. Schneeballschlacht ist ja cool. Ich will nochmal. Das macht ja richtig Gaudi. Komm schon. Wo ist er denn? Oh! Hey, Mike! Boom, Schakalaka! Zack! Okay, jetzt hast du mich. Boom, Schakalaka, Laka, Boom, Schakalaka. Mega! Schneeballschlacht finde ich cool. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Nee, das mache ich nicht. Ich schmeiß dich auf die Vogel. Das mache ich nicht. Auf ihn schmeiß ich ja. Oh! So geht das! Ich finde dich, Jack. Und dann was? Wow! Es reicht! Oh, ja! Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hey, Baby. Jetzt geht's zur Sache. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin. Auf jeden Fall. Ist Jessica die Schneeball-Queen? Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Mein Küssen natürlich. Das ist ja wohl gar keine Frage. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Tja, ja. Das ist schon manchmal heiß hier, wie man sich hier entscheiden muss und wie schnell da vor allen Dingen. Da sind wir wieder. Ach nö, nicht schon wieder der blöde Prof hier. Jetzt? Okay. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Auf jeden Fall. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Ich habe keine Ängste. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Mhm. Okay, geh mal her. Warum mach mich nervös? Männer machen mich nervös, weder noch. Hä? Ich mach gar nichts davon nervös. Kann ich auch keins auswählen hier? Nö. Na gut, dann eher Frauen. Ach hier. Flugzeuge machen mir Angst? Nö. Gedränge macht mir Angst. Ja, schon eher. Irgendwas muss ich hier auswählen. Ich fürchte mich vor Höhen. Ich fürchte mich vom Ertrinken. Oh ja, auf jeden Fall. Wer fürchtet sich da nicht vor? Schlangen machen mir Angst. Ratten machen mir Angst. Da war eher die Schlange. Waffen sind beängstigend, Messer sind beängstigend. War eher die Waffe, würde ich sagen.
Kakerlaken machen mir Angst. Nee, ganz bestimmt nicht. So, haben wir's? Nee, noch eine Seite. Clowns machen mir Angst. Vogelscheuchen. Ja, schon eher eine Vogelscheuche, ein Clown eigentlich nicht. Die finde ich schon gruseliger. Blut ekelt mich an, Krähen sind beängstigend. Also finde ich beides eigentlich nicht. Weder Blut noch Krähen. Krähen sind beängstigend? Nö. Blut ekelt mich eigentlich auch nicht an, aber dann eher das Blut. Ha. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Nö. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Hm. Spinnen sind gruselig. Ja. Das sehe ich auch so. Blut ekelt mich an. Ich habe Angst vor Nadeln. Nö, Blut. So, fertig. Also, Zombies machen mir Angst. Nö, Vogelscheuchen. Fertig. Oh, weiter, weiter. Was haben wir hier? Ich habe Angst vor Wölfen. Blut ekelt mich an. Und Wölfe? Ja, gut, Wölfe. Okay. Wolf muss ich jetzt auch nicht gerade um die Ecke haben hier. Stürme machen mir Angst. Nö, auf gar keinen Fall. Wolf, ja. Das ist sehr interessant. Danke. Ja, dafür, bitte. Dass du so gründlich warst. Spinnen, Vogelscheuchen und Wölfe. Ja, irgendwas muss ich ja auswählen. Ich habe ja immer nur zwei Möglichkeiten. Klingt perfekt für Freitagnacht. wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ja, mein Lieben, und ich fürchte, unsere Zeit ist auch um, unsere Sitzung. Und wir sehen uns natürlich auch bei der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs freundliche Zuschauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen sehr freuen.